Hallo Leute, und was geht ab? Ich habe schon so vielleicht 16 oder 17 Mal schon versucht, dieses Audio für dieses Video zu machen. Und jedes Mal hat es nicht geklappt und ich habe mich überlegt, über was ich sagte zu viel. Also ich fragte mich, ob es zu dumm war oder naja. Aber ich glaube, dass dieses Mal es wird klappen, weil die ersten 15 oder 16 Mal, die ich versucht habe, das war so gestern Abend, war ich ziemlich bekifft und ich hatte total ich hatte gar keine Ahnung, was ich sagte eigentlich. Aber dieses Mal bin ich noch dann. Naja. Und es war nicht alle in Englisch. Ich habe auch versucht, es in Englisch zu machen und glaube auch schon in Spanisch. Aber ich würde immer den Audio löschen nach ein paar Minuten. Denn ich fühlte, dass alles, was ich sagte, war sinnlos und dumm. Aber jetzt bemerke ich, dass alle meine Videos eigentlich sind sinnlos und dumm. Das macht keinen Unterschied. Naja, diese Zeichnung habe ich seit ein Jahr gemacht. Oder vor ein Jahr gemacht. Und es war ungefähr 4 oder 5 Monate, nachdem ich erst nach Deutschland ich mich umgezogen habe. Und ja, also es war meine Mappe für die Uni. Ich habe mich sogar an 4 oder 5 verschiedenen Unis beworben und alles hat nicht geklappt eigentlich. Alles für Malerei natürlich. Das war so mein Traum. Für das letzte paar Jahre war es mein Traum, in Deutschland zu studieren. Aber naja, jetzt bin ich am Ende meines Visums und es gibt diese ganze Scheiße mit Corona und alles ist geschlossen und es gibt nichts Entspanntes zu tun und ich muss nach Hause fahren. Einerseits, weil, naja, mein Visum ist zum Ende gekommen und ich würde nicht an die Uni akzeptiert. Und andererseits, weil ich kann kein Geld mehr bekommen von meinen Eltern, denn sie verdienen jetzt nicht zu viel wegen Corona und so. Ach, naja, ich hatte auch ein paar Jobs in Deutschland, aber keine von beiden hat eigentlich so gut geklappt. Zum Erst habe ich so ein bisschen Schwarzarbeit gemacht bei der Kasse. Das war sehr lustig, aber ich war eigentlich ganz scheiße. Habe viele Becher gebrochen und so. Und den zweiten war bei Subway, aber sie haben mich noch nicht eigentlich bezahlt, seit ich schon gearbeitet habe. Und das ist ganz scheiße, ja, aber ich weiß nicht eigentlich, ob ich arbeiten darf während dieser Zeit, so. Na, ich habe nicht deswegen gesagt. So erwarte nicht, dass sie mir bezahlen werden. Das ist eigentlich gerade ganz kacke jetzt, das Leben generell. Aber naja, was kann man tun? So ja, es ist eine ziemlich alte Zeichnung, aber ich liebe sie. Weil ich sie in ein sehr schönes Teil meines Lebens gemacht habe. In dieses Teil habe ich Leipzig erst kennengelernt. Ich bin erst nach vielen Techno-Clubs gegangen, wie IFZ oder Tille oder so. Ich habe mit sehr coolen, sehr entspannten Leuten unterhalten und viele neue Leute kennengelernt. Sehr gute Freunde gemacht in dieser Zeit, die ich auf anderen Wegen nicht kennenlernen gehabt würde. Naja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, nach Deutschland zu kommen, obwohl ich vielleicht meine Zeit verschwendet habe und dass ich nichts erreicht habe, weil ich habe sogar einfach jetzt so viele Erinnerungen in meinem Kopf. Von schönen Abenden, schönen Tagen, schönen Dates mit schönen Frauen. Aktzeichen.
Also Kickboxen, viele Dinge, die ich hier gemacht habe, die mich sehr froh gemacht haben. Obwohl es alles so frustrierend war. Also in das Sinn, dass ich was ich habe es versucht, was notwendig für mich zu machen, für mich zu machen, und es hat nicht geklappt. Ja, deswegen bin ich am Ende und natürlich mit einem Lachen auf meinem Gesicht, aber auch ein bisschen traurig, weil ich muss jetzt einen anderen Weg finden. Und es war nicht das Weg, die ich am Anfang reisen wollte. Aber es ist okay. Solange der neuen Weg, den ich mich finde, zu das gleiche Ziel wie das ersten fährt, dann wird alles okay sein, glaube ich. Also ich muss nicht total abgeben, das, was ich meine, an meine Träume. Naja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Ich liebe Leipzig und ich liebe, was ich hier gemacht habe und hoffe, dass ich irgendwann wieder nach dieser Stadt fahren kann. Was kommt gleich, ist eine kleine Geschichte, die ich für diese Zeichnung geschrieben habe. Es ist in Englisch, natürlich. Und es geht um dieses Hauptbahnhof, die Sie jetzt sehen. Und naja, ein bisschen die Geschichte darüber, wann es gebaut wurde und so. Ich hoffe, dass es euch alles Spaß macht und danke für das Ansehen. Schreibt mir mal einen Kommentar oder so, wenn Sie mögen. Ciao, ciao. Smokestack. Smokestack is Old Engine's central station for all intercity and interplanetary fare. Here is where all intercity routes lead to and come from. Smokestack dates back to the creation of the city itself, which is to say that there is no reliable record of its inauguration. The station is best known, however, as an interplanetary hub and crossroad for locomotive vehicles. It connects the railroads across the galaxy with its complex tangle of wormholes. Smokestack currently has exactly 42 active wormholes. Keeping these wormholes open, however, is no easy task, seeing as gravity seeks to cut the bridge and form a black hole. After the initial puncture is made in the fabric of space, one must thread the needle, as it were, with a cosmic thread. What is a cosmic thread, you ask? A cosmic thread is an object, in this case the railroad tracks themselves, made from exotic matter, an object that has negative mass. Exotic matter repels objects instead of attracting them, a sort of reverse gravity, as it were. Therefore, by fine-tuning the amount of exotic mass that goes through the wormhole, we can keep the wormhole open just wide enough to let a train roll through and arrive in a place that would otherwise be hundreds of light years away. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. God'll probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick lit. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's two. Who's to blame for both of them? I swear to God, I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum till my head threaten the bullshit. And squeeze until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God, I feel like death is fucking calling me. But nah, you wouldn't understand.